Mental Upgrade mit Tino und Basti. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Und genau so wie sonst immer auch, zumindest die letzten paar Sendungen, ist diese Sendung präsentiert von Smile Software. Vielen Dank an Smile. Nachher gleich mehr dazu. Smile unterstützt auf jeden Fall Digital Upgrade. Und wir sind sehr dankbar dafür und das solltet ihr auch sein. Genau. Und jetzt direkt ohne Verzögerung ab in den Content. Was haben wir heute vorbereitet? Heute zeigen wir euch zur Abwechslung mal Bildbearbeitungsprogramme, allerdings dieses Mal nicht im professionellen Level, sondern End-User-Produkte, sozusagen Bildbearbeitung für jedermann. Genau, wir haben da ganz, ganz einfache Applikationen rausgesucht. Wir haben geschaut, dass das so cross-Plattform wie möglich ist und mussten feststellen, das ist gar nicht so einfach. Das meiste dieser Software, die solche Dinge kann, wie wir euch heute zeigen werden, gibt es für den Mac. Wir haben was gefunden, was es auch unter Windows funktioniert. Allerdings haben wir für Linux nichts gefunden, was derart einfach ist. Gut, als Linux-User ist man ja die ein oder andere Hürde gewöhnt. Man lädt sich dann halt schnell GIMP runter und kompiliert einfach den Kernel neu. Was auch sonst. Ja, natürlich. Da kann man dann auch direkt auf der Kommandozeile die einzelnen Pixel umwerfen. Ist gar kein Problem. Alles andere ist ja auch überhaupt nicht nativ. Nein, also ganz im Ernst. Alleine GIMP wäre schon viel zu kompliziert gewesen dafür, was wir euch heute zeigen wollen. Es geht um wirklich ganz, ganz simpel gestrickte, schnelle Programme, um Fotos zum Beispiel zu verbessern und so weiter und so fort. Genau. Und deswegen, ohne weitere Verzögerung, steigen wir in das erste App ein, wie der Basti auch schon gesagt hat. Das gibt es für den Mac und auch für Windows. Und nennt sich? Camera Bag. Camera Bag sagt vielleicht einem oder dem anderen auch was. Das gibt es nämlich auch auf dem iPhone. Funktioniert da, sieht auch eigentlich genau so aus. Das hat zumindest das gleiche Icon. Und ansonsten macht es das, was Kamerabearbeitungssoftware so macht. Man kann hier Bilder bearbeiten. Kamera ist vor allem Bilder. Du hattest gesagt, dass es Mac und Windows funktioniert. Exakt. Hervorragend. So, ich nehme jetzt hier einfach ein Bild aus meinem Ordner. Ich habe hier ein ganz schönes Foto, das hat der Basti auf Rodos geschossen. Das werfe ich einfach rein, wie wir das kennen. Jetzt wird mir das Bild hier im Original angezeigt. Ich habe jetzt hier unten bereits das ein oder andere Preset, das ich ganz einfach anklicken kann. Ich klicke jetzt hier zum Beispiel auf Lolo. Lolo? Ja, das ändert, wie man hier sieht, das ändert eigentlich alles am Bild. Also nicht nur das Seitenverhältnis, sondern es setzt auch gleich einen dicken Rahmen drumherum. Und im Endeffekt gibt es hier, ich weiß nicht, wie viele es sind, ich glaube, es sind 13 voreingestellte Presets. Und es gibt natürlich hier, wenn man hier hochklickt auf More, kann man sich noch den ein oder anderen Filter von der Webseite runterladen. Das sind alles voreingestellte Filter. Genau. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auch mal auf Magazine, das ist dann ganz schön. Ich kann es hier drehen, ich kann den Reprocess nochmal verstärken, dann legt er einen Layer drüber. Das heißt, er macht legt denselben Effekt auf den vorhandenen Effekt nochmal drauf. Genau. Mhm. Wie man sieht, es hat hier den einen oder anderen Effekt. Und dann, was ich jetzt machen kann, ich kann es jetzt einfach speichern und dann kann ich es anschließend, was weiß ich, bei Facebook hochladen oder bei Twitter tweeten. Was ganz cool ist, wenn mir jetzt die Beschneidung des Filters nicht gefällt, also die Voreinstellung, kann ich das ändern. Also ich kann... Genau, ich habe hier oben verschiedene Einstellungen. Ich kann hier zum Beispiel sagen, ich möchte das nicht im Cinema, ich möchte es lieber super wide. Dann nimmt er einen anderen Ausschnitt. Oder, keine Ahnung, 4:3 wie ein normales Foto. Ein normales Foto ist 3:2. Naja, egal wie. Es gibt ja eben hier ganz viele Settings. Ich kann auch den Rahmen ändern. Wenn ich jetzt hier sage, ich möchte diesen Instant-Foto Einstellung. Und ich kann hier auch Multifilter einstellen. Das heißt, man sieht hier, ich habe Original und Magazine. Ich kann jetzt hier zum Beispiel noch Instant drauflegen. Ich kann sozusagen hier noch ganz viele andere Filter kreieren, die ich dann natürlich hier auch später als eigene Filter abspeichern kann, so wie ich hier noch voreingestellte Filter finde. Ja, das ist die einfachste Art und Möglichkeit, Bilder auf dem Mac und auf Windows zu bearbeiten. Bis jetzt. Bis jetzt. Genau, also es ist einfach zu bedienen. Das User-Interface, das gefällt jetzt dem einen, dem anderen gefällt es nicht. Das ist Geschmackssache, würde ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall für den Umsteiger einfach, da es nämlich auf Windows genauso ausschaut. Genau. Camera Bag ist nicht ganz billig. Ihr seht es natürlich nicht, weil wir natürlich da im Vordergrund sind. Ich mache uns da mal klein. Nicht mehr klein. Camera Bag kostet über 10 Dollar, ich glaube 11 Euro, 11,99 Euro, glaube ich.
Ist damit das teuerste aller Programme. Wie gesagt, ihr könnt es halt Windows. Aber die anderen so in der Preisoffensive sind, Mann. Ja, gut. Anfangs war es das billigste. Das kann natürlich sein, ja. Ja, ich glaube, da kommen wir zum billigsten in unserem Vergleich, kommen wir jetzt sofort. Mhm. Und zwar ist das Programm Focus. Hat nichts mit dem Auto zu tun. Kostet, was besser ist? Kostet 3,99 Euro. Und es macht was ganz anderes als Camera Bag und auch als alle anderen. So, jetzt schauen wir uns zum Beispiel mal ein Foto an. Ich nehme das hier. Habe ich auch in Rodos geschossen. So, wir haben jetzt also ein Foto. Da ist der Fokus. Man sieht schon, nach hinten wird es ein bisschen unschärfer, aber es ist das meiste davon ist halbwegs scharf. Ich kann jetzt also hingehen und einen neuen Fokuseffekt praktisch drauflegen. So, es gibt verschiedene Voreinstellungen. Ich will jetzt zum Beispiel mal Portrait. Dann nimmt er mir irgendwo einen Kreis, den ich irgendwo hinpacken kann. Das passt jetzt bei dieser Situation nicht ganz so gut. Ich gehe also jetzt erstmal eher mal auf Architektur. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich möchte, dass man hier die Türe gut sieht. Und das war es auch. Das ist jetzt eine Möglichkeit. Es geht nicht nur mit der Maus. Ich mache uns mal wieder ein bisschen kleiner, damit man das besser sieht. Es geht sondern auch mit dem Multitouch-Trackpad. Ich kann also hier pinchen und zoomen und pinchen halt einfach, um den Effekt zu ändern. Ich kann den Effekt natürlich auch drehen, indem ich einfach hier dran drehe. Das dürfte hier genauso funktionieren, theoretisch. Ja, genau. Daumen drauf und drehen. Das ist tatsächlich ganz cool, ja. Genau. Machen wir da aber mal das, was man gerne macht. Nehmen wir jetzt mal den Tilt-Shift-Effekt und legen den mal da drauf. Jetzt wollen wir, dass der noch ein bisschen größer ist, dass er die ganze Treppe abdeckt, also die ganze Treppe im Fokusbereich ist. Und dann können wir halt jetzt noch da einstellen, zum Beispiel wie bei Tilt-Shift sind normalerweise die Farben so ein bisschen übertrieben. Wir können die Größe der virtuellen Blende einstellen. Umso größer wir sie machen, umso unschärfer wird halt der Rest. Ja, und jetzt, wenn ich sage, ja, das gefällt mir jetzt so, das möchte ich so benutzen, kann ich es direkt exportieren. Es gibt einen Webservice, den die Jungs haben, der ist focus.to, da kann ich es direkt hochladen. Mhm. Das ist super, da kriege ich eine URL, die kann ich twittern beispielsweise und so weiter und so fort. Ich kann das Foto speichern auf der Platte oder in iPhoto reinspeichern und am Schluss kann ich natürlich auch eine E-Mail verschicken. Um jetzt nochmal kurz ein anderes Bild zu zeigen, wie es noch funktionieren kann, mache ich mal Fokus hier. Das speichere ich nicht. Ich könnte es jetzt ganz normal als Fokusdokument abspeichern. So, mache ich Fokus nochmal her und hole mir jetzt hier so ein anderes Bild. Werfe ich einfach drauf. Und da nehme ich jetzt zum Beispiel, da habe ich jetzt ein Schiff auf einem Meer. Da setze ich jetzt zum Beispiel so einen Fokuspunkt drauf, mache ihn ein bisschen kleiner. Er macht hier einen wunderbar weichen Übergang drauf. Und das war es im Endeffekt schon. Und schon habe ich ein Bild, wo jetzt der Fokus, die Hauptaugenmerk des Betrachters auf dieses Schiff gelenkt wird. Das war es auch schon. Dafür kostet Fokus, wie gesagt, das hat natürlich wieder nichts gebracht, dass ich einen Lower Third eingeblendet habe. Wenn man ihn gar nicht sehen kann, dafür kostet Fokus nur 3,99 Euro. Findet ihr im App Store. Die Links findet ihr aber auch direkt bei uns auf der Webseite. Bevor wir zur nächsten Applikation kommen, kommen wir nochmal zurück zu unserem Sponsor, zu Smile Software. Und sie haben natürlich eine fantastische Applikation, die wir schon... Wir haben sie schon mal vorgestellt, ja. Das ist Text Expander. Für alle, die nicht mehr wissen, wie Text Expander funktioniert oder für was man Text Expander denn verwenden möchte, für den habe ich jetzt ein kleines Tutorial. Sehr gut. Ja, wir finden hier Text Expander, nachdem es installiert ist, ganz einfach hier oben als Menübar-Item. Was man jetzt hier machen kann, man kann hier zum Beispiel einen neuen Textbaustein erzeugen oder man kann, wie gesagt, aus der Auswahl Textbausteine erstellen und. Wer nicht weiß, was ein Textbaustein ist, der ist natürlich hier trotzdem aufgeschmissen. Deswegen starten wir einfach mal die App. Die App sieht im Großen und Ganzen so aus. Textbausteine sind in Wirklichkeit, ja, sind Texte, ja, die wir uns im Vorhinein ausgedacht haben, die wir ganz oft benutzen und deswegen sie ganz gerne mit einem Kürzel verwenden möchten. Sozusagen erfinden wir einen Tastenkürzel für den ganzen Text. Ich habe jetzt hier zum Beispiel für mein Ende von den Digital Upgrade E-Mails habe ich hier den Text eingegeben oder mit freundlichen Grüßen. Das ist auch ganz schön. Und sieh dann, da ist auch noch ein Bild mit drin. Schauen wir mal, das dauert einen kleinen Moment. Haben wir ein Bild eingefügt? Yes. It works.
Wenn es natürlich hier das MacBook Pro, muss man schnell ein bisschen kurbeln. Mal schräg halten. Eins von beiden. Hilft immer. Ja, der Vorführeffekt ist mein bester Freund. Da machen wir einen Schnitt rein. Dann machen wir das Ganze nochmal. Dreck, was ist denn jetzt da passiert? Ist einfach abgeschossen. Das, ist mir, das scheiß Programm ist noch nie abgestürzt. Ja, das ist doch schön. Was ist denn das für ein... Text Expander also ist da. Kein, nicht mit Bild drin, nicht gut. Das ging aber das letzte Mal. Das haben wir nämlich da sogar erzeugt. Text Expander. So, was machen wir jetzt? Wir fangen einfach in Text Expander. Ja, wir waren hier. Was habe ich gesagt? Das ist das Ende von deinen Digital Upgrade E-Mails ist. Ja, genau. Das ist das Ende von den Digital Upgrade E-Mails. Alternativ kann man natürlich auch Informationen aus den Systeminfos nehmen, wie zum Beispiel hier die Uhrzeit. Es gibt ein kleines Manual, wo man sieht, welche Kombination es gibt. Das ist zum Beispiel hier ist es dieses Prozent Stunde und Minuten oder hier fürs Datum. Und man kann natürlich hier auch ganz einfach neue Textbausteine anlegen, indem ich hier einen neuen Textbaustein eingebe. Was will ich hier? Basti sein Name, Bastian Wölfle. Und dann gebe ich hier B-Basti ein. Probieren wir das doch mal irgendwo. Machen wir mal ein Text-Edit auf. So machen wir das auch. Ist ganz einfach. Jetzt habe ich hier den Texteditor. Jetzt kann ich hier zum Beispiel meine ganz normale E-Mail schreiben. Was will ich hier? Hi Basti oder Hi Tino. Macht am meisten Sinn. Und dann gebe ich jetzt hier den Text. Und natürlich höre ich die E-Mail ganz höflich so auf mit freundlichen Grüßen. Das Bild habe ich nicht drin. Und dann mache ich hier noch B-Basti. Das ging ganz schnell. Also für alles, was ihr öfter als einmal tippen müsst, spart euch Text Expander eine ganze Menge Tipparbeit. Und ja, wer viel tippt, für den ist Text Expander auf jeden Fall eine Empfehlung. Schaut doch mal vorbei bei Smile. Oh, und ich habe es wieder gemacht. Ich habe mal wieder einen Lower Third angezeigt, ohne dass man ihn sehen kann. smilesoftware.com/digitalupgrade. Guckt vorbei, wenn ihr uns unterstützen wollt. Guckt mal auf die Adresse. Ich zeige sie euch auch nochmal gerne. smilesoftware.com/digitalupgrade. Gibt es auch im App Store. Da findet ihr es genauso. Das ist ein schöner Link. Das ist eine schöne Adresse, die du eingegeben hast. Genau. Also vielen Dank an der Stelle nochmal an Smile Software für die Unterstützung. Und damit weiter zur nächsten günstigen Applikation, die wir in unserem Repertoire haben. Ich komme gar nicht mehr aus dem Zeigen raus. Ja, worum geht's um Analog App? Analog App, darauf haben wir alle gewartet, unglaublich lang. Also, sie haben es irgendwann mal vor einem halben Jahr haben sie begonnen, glaube ich, das zu entwickeln oder zumindest das erste Mal gesagt, dass es bald eine Fotobearbeitungs-App namens Analog geben wird. Es hat dann leider doch länger gedauert, als sie sich das wahrscheinlich selber erhofft haben. Ja. Kam jetzt, glaube ich, vor 3 Wochen oder vor 4 Wochen, vor knapp einem Monat raus. Ist unglaublich schnell und was es macht, ist auch gar nicht so überraschend. Es bearbeitet Bilder. Ich nehme jetzt hier wieder ein Bild. Ich habe hier zum Beispiel, ja, Nikon, das ist die schöne Kapelle. Für die, vom heiligen Nikon. Auf dem heiligen Nikon. Ich schmeiße das Bild hier, wie gesagt, auch wieder in Analog-App rein. Habe jetzt das gleiche im Endeffekt wie in anderen Apps auch. Habe hier an der Seite eine Scrollbar, habe bereits eine Anzahl von Voreinstellungen, die ich auswählen kann. Ich finde immer, Helsinki finde ich immer ganz schön. Sieht so ein bisschen, es hat diesen alte Kamera-Effekt. Warum er so heißt, weiß keiner. Es gibt ja sicher irgendwas, wenn man viele alte Kameras kennt, dann sind das ist einem das sicher klar, warum sowas heißt. Wir sind zu jung, genau, können wir nicht. Ja, ich habe jetzt hier das Bild bearbeitet, genauso einfach wie es war. Ich schiebe jetzt hier den Regler rüber, bekomme jetzt hier die Möglichkeit, andere Rahmen auszuwählen oder beziehungsweise einen Rahmen. Nehme jetzt hier diesen Rahmen, der schneidet mir das Bild zu, kann aber natürlich auch jeden anderen Rahmen nehmen. Der große Unterschied zwischen Analog und Camera Bag oder anderen Apps ist, es ist tatsächlich so einfach, wie es auch angezeigt ist. Ich habe überhaupt keine Möglichkeiten derzeit, irgendwas an den Einstellungen zu ändern. Ich muss das so nehmen, wie ich es kriege. Wenn ich sage, ich möchte einen weißen Rahmen oder ich möchte einen schwarzen Rahmen, dann war es das. Ich habe hier natürlich noch die Möglichkeit, das zu croppen, wie bei anderen Apps auch. Leider hören wir die Sounds nicht. Die Sounds sind eigentlich ganz nett. Ich kann es natürlich auch drehen, das Bild, wie gesagt, wie ich das haben möchte. Das ist ganz, ganz einfach. Ja, ich kann auch hier den Effekt ein- und ausschalten, damit ich sehe, was passiert. Und der große Unterschied zu Camera Bag, ich habe hier die Möglichkeit, es an verschiedene Dienste direkt zu schicken. Ich kann es hier zum Beispiel entweder an Flickr oder Picasa schicken. Genauso habe ich hier eine direkte Facebook-Integration. Es arbeitet zusammen mit dem Cloud-App. Das ist nicht iCloud,
wäre das jetzt im Zuge der neuen Generation von iOS-Betriebssystemen denkt, Cloud App ist ein eigener Dienst, der kostenlos. Hatten wir auch schon mal erwähnt. Genau. Und no. Genau, so wie es ist. Leider hat noch keine Twitter-Integration, aber die Jungs arbeiten daran. Und ich habe es in jeder Beta, habe ich es in diesen. Man musste so ein Forum, also so ein Forum. Ein Feedback-Formular. Ja, ein Feedback-Formular ausfüllen. Und ich habe es in jeder Beta, und ich habe ab Beta 19 habe ich mitgemacht. Ich glaube, es gab 28, jedes Mal habe ich es reingeschrieben. Warum keine Twitter-Integration? Naja, die hören nicht auf mich. Naja, es wird, ich nehme an, es wird kommen. Das ist von einer nicht unbekannten Mac-Schmiede von Remax Software. Und sehe ich keinen Grund, warum es nicht kommen sollte. Es emuliert halt nur alte Kameras. Das ist was man auf dem iPhone oft macht mit Instagram, Hipstamatic und so weiter und so fort. Wem sowas gefällt, der ist auf jeden Fall bei Analog gut aufgehoben. Wer mehr einstellen möchte, der ist bei Analog jetzt nicht so wahnsinnig gut dabei. Aber dafür haben wir noch Aber dafür kostet Analog halt zum Beispiel nur 5,99 Euro. Und wie du gerade sagen wolltest, dafür haben wir natürlich noch was. Und wer jetzt sagt, Mensch, ja, alte Fotos machen ist schon cool, aber ich hätte gerne mehr. Ich hätte gerne mehr, wa? Der guckt sich mal Flair von der Eigenfactory an. Solange wir noch können, blende ich noch mal kurz den Lower Third ein. Flair kostet 7,99 Euro und kann aber auch noch viel mehr als die anderen vorgestellten. Und dann gucken wir uns mal kurz an, wie Flair so funktioniert. Ich suche mir also wieder ein Foto raus. Was haben wir denn da? Ist das schön? Ja, das war wundervoll. Werfe ich also auch einfach rein. Ihr seht, bei allen Programmen einfach reinwerfen, fertig. Und ich kann jetzt einfach auch bei Flair Presets auswählen. Ich klicke also auf den Presets-Knopf und wähle mir jetzt ein Preset aus. Hier zum Beispiel, was möchte man unbedingt haben? Hier oben sehen wir, hier Nightlife. Das sieht jetzt hier ein bisschen komisch aus, weil alles plötzlich rosa wird. Mr. Blue Sky. Mr. Blue Sky? Ja. Oh, nehmen wir Mr. Blue Sky. Der wird das mehr. Da braucht man natürlich einen blauen Hintergrund. Das ist noch ein bisschen schöner. Also es gibt auch noch ganz abgefahrenes Zeug hier. Abgefahren war. Genau. Wie auf dem letzten LSD-Trip. ihr könnt das jetzt auch direkt so speichern, wenn ihr das wollt, oder ihr könnt das umbenennen. Das Coole an der Sache ist aber, wenn ihr jetzt sagt, okay, also wir gehen nochmal zurück um hier, ich nehme mal Captain Proton, und sagt, ja, das ist schon ganz gut, ich würde es aber gerne noch bearbeiten, geht ihr einfach auf den Edit-Knopf da oben und habt jetzt die Möglichkeit, den Effekt zu bearbeiten oder zu erweitern. Zum Beispiel sagt ihr, ja, der Zoom-Blur außenrum ist cool, ist mir ein bisschen zu viel, dann könnt ihr den reduzieren. Könnt ihr entscheiden, ob ihr so eine Halbton drüber haben wollt oder nicht. Ich reduziere das auch mal ein bisschen. Und ihr könnt oben andere Effekte hinzufügen. Also von Belichtung bis hin zur Farbenänderung. Also ich kann jetzt zum Beispiel mal sagen, ich möchte da einen Tint hinzufügen. Machen wir das mal ein bisschen crazy abgefahren. Und dann wird das Ganze halt plötzlich hier so eingefärbt. Genau, es gibt verschiedene Masken, die man anwenden kann. Zum Beispiel nehmen wir mal eine Vignette. Dann seht ihr gleich den Unterschied. Jetzt, man sieht es nicht so wahnsinnig gut. Es wird halt jetzt nur am Rand benutzt. Macht natürlich dann Sinn, wenn man wirklich eine Vignette draus macht und das Ganze schwarz einfärbt an der Stelle. Es gibt das Vignette, die Vignettenfunktion gibt es so generell natürlich auch. Es gibt verschiedene Weichzeichner und es gibt auch noch so ein bisschen Texturen, die man drauf machen kann. Wer jetzt sagt, naja, ich hätte gerne mehr Effekte, aber das ist mir viel zu viel Aufwand, die selber zu machen. Es gibt auf der Webseite von der Eigenfactory oder von Flair, gibt es mehrere Effekte zum Herunterladen, die ihr anwenden könnt darauf. Ich dachte, das wäre hier auch gleich irgendwo. Wo man da drückt. Man kommt irgendwo einfach hin. Ich weiß jetzt nicht genau, wo es ist. Es gibt auf jeden Fall so eine Effekt-Gallery, die es auf der Flair-Webseite zu finden ist. Genau, hier findet ihr es bei More Presets. Und die könnt ihr runterladen, werden einfach installiert. Ich zeige euch das mal. Das ist wirklich tatsächlich, man sieht hier so eine kleine Vorauswahl. Ja, Glow in the Dark ist auch super. Birdsky hätte ich gerne. Ja, dann laden wir runter. Birdsky, drücke ich auf Download. Zack, entzippen. Ja. Da ist er doch schon. Was ich jetzt mache, ich drücke doppelt drauf. Zack, hinzugefügt. Und dann hat er ihn auch gleich ausgewählt. Genau, den finde ich dann normalerweise hier irgendwo im passenden. Wie hieß er nochmal? Birdsky. Jo, dann ist er wohl hier. Genau, ist gleich ausgewählt. So, und jetzt alles, was wir jetzt so tun müssen, ist, wir drücken jetzt Apply. Wird angewendet auf das Bild. Und jetzt können wir nochmal hin und her schalten. Wie war es vorher? Wie ist es jetzt? Ist viel toller. Ja, und jetzt speichern wir es. Es ist das Einzige, wo ich ein bisschen unglücklich bin, weil auch hier
Dinge fehlen wie Flicker oder dass ich es einfach rausziehen kann. Das soll noch kommen, haben die Jungs von Icon Factory versprochen. Ich kann es aber auf jeden Fall als Datei speichern, irgendwas damit tun. Ich kann es direkt auf Flickr machen oder halt eine E-Mail schicken. Und es speichert selber Snapshots von verschiedenen Dingen. Das heißt, er speichert einfach die Veränderungsdaten, ohne das Bild tatsächlich anzufassen. Und ich habe es jetzt so in meinen Snapshots drin gespeichert. Da finde ich das später auch alles. Ja, und so kann ich das halt jetzt hier sagen. Ich exportiere das. Es wird in den Snapshot mit reingespeichert. Safe, weg damit. Ja, was mir gerade noch einfällt. Schon, da liegt es jetzt hier drin. Was mir gerade noch einfällt, ein Feature, das ich bei Camera Bag nicht genannt habe. Bei Camera Bag kann man zum Beispiel einen Effekt auf einen ganzen Ordner anwenden auch. Also man kann direkt einen Ordner auswählen und dann wird jedes Bild, das da drin ist, einfach mit diesem Effekt. Also Stapelverarbeitung direkt. Genau. Das ist natürlich ein Feature, wer das braucht. Also um mal schnell was zu croppen oder sowas, hat man natürlich damit dann schon relativ schnell gewonnen. Ja, wir sind am Ende. Die Batterie ist eigentlich schon am Ende. Eigentlich schon vor einer Stunde. Und ja, viel mehr gibt es auch nicht zu sagen. Das waren auch schon die 4 Applikationen. Ich blende nochmal kurz das letzte ein. Das war Flare, kostet 7,99 €. Die Links findet ihr alle dann bei uns im Blog-Eintrag zu dieser Sendung. Und ich weiß nicht, mir fällt nichts mehr ein. Fällt Ihnen noch was ein? Ja, wir möchten uns nochmal im Nachhinein bei den Jungs von Smile Software bedanken. Oh nein, heißt der nicht mehr. Nur noch bei noch halt. Smile Software. Siehst du, das ist Smile on my Mac. Ja, richtig. Smile Software. Das ist schon so nativ. Bei den Jungs und Mädels natürlich. Jean nicht zu vergessen. Thank you very much. Jean versteht uns auch auf Deutsch. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank für großartige Software. Und wir bedanken uns natürlich auch bei allen, die uns die Möglichkeit gegeben haben, die Software zu testen. Also den Jungs von den verschiedenen Produkten, die wir euch gerade vorgestellt haben. Und ansonsten. Und wir bedanken uns bei allen Leuten, die uns auf der Facebook-Seite etwas hinterlassen haben, wer das noch nicht gemacht hat. facebook.com/digitalupgrade. Einfach mal vorbeischauen, auf den Like-Knopf drücken. Da streichelt er mit unserer Seele. Und da findet ihr auch immer alle neuen Sendungen. Ihr könnt uns da Fragen stellen, mit uns interagieren. Und ja, kann ich voll empfehlen. Ist voll super, dieses Facebook. Die sammeln, glaube ich, auch keine Daten. Nee. Warum auch? Man kann auf jeden Fall alles als privat angeben, dann sieht man eh nichts. Natürlich. Niemand. Naja, ich würde sagen, damit sind wir durch. Und wie ihr wisst, das war Digital Upgrade und ihr wurdet? Upgegradet. Natürlich. Und der Abspann läuft, sobald ich mit meinen dicken Fingern den richtigen Knopf drücke. Und ich muss dich schon wieder um mein Glas bitten. Meine Stimme ist am Versagen. Vielen Dank. Am Versagen. so ein Keyboard, richtig. Das müssen wir ja gar nicht hören. Das reicht ja völlig, wenn die Zuschauer denken. Hier ist ein volles Studio. Ja. Ja, wir haben heute sogar VIP-Prominenz. Ja, echte schon, Stars. Schon normalerweise immer nur bei Leo Laporte, ja. Leo der Tür. Hat er sich heute mal zu herabgelassen, der Herr O. Breidenbach. Aber bei uns kommt halt auch nicht jeder in die Show. Der Vorname möchte nicht genannt werden, aus Zeugenschutzprogrammsgründen. Du hast eins in der Hand. iPhone 4, also, ja, 4 haben wir genug. Da liegen so ein paar. Ja, wir verkaufen die sogar. Da haben wir genug. Der war die Knöpfe, der Antennendesign ist anders. Ja, aber schau mal, der Knopf ist verschoben. Yes. Das bedeutet, dass es leider nicht mehr in dieses Ding gepasst und deswegen hatte ich vorhin ein Problem. Ja, ich weiß. Du hast heute nicht genug Twitter angeschaut. Muss ich es hier ausfräsen. Oder du kaufst so eine kluge Hülle, die das schon im Vorhinein gewusst haben. Das bekommt ihr gerade noch mit, weil der Abspann zwar gelaufen ist, aber die Aufnahme noch läuft. Das ist der super exklusive Content. Jetzt testen wir noch schnell, wie super das über den Apple TV spielbar ist. Oh, stimmt, das müssen wir noch testen. Tut uns leid, jetzt müssen wir gehen. Genau, das war's. Mir tut aufs Ohr schon weh. Und schaut noch mal in den iTunes Store. Ich habe den Lower Third vorbereitet. Deswegen drücke ich ihn jetzt auch an. Guckt noch mal rein. Ich gehe mal auf die Kamera 2. Ich könnte nicht mehr hören, ich habe mich gerade abgesteckt. Also schön hier nur 5 Sterne hinterlassen. Das war jetzt ein bisschen grotesk, aber das soll es gewesen sein. Vielen Dank.